Hallo. Dieses Geräusch dient der Klärung des Raums, damit ich mich ganz auf deine Energie einlassen kann. Erlaube mir jetzt für dich, all das Beste zu channeln. Und herzlich willkommen auf dem Age of Aquarius YouTube-Kanal auf Aria-Frequency. Ich channel jetzt für dich diese Licht- und Tarot-Botschaft. Und zwar behandeln wir uns heute mit dem Thema, wie es im Titel steht, all den Segen, all den Wundern und wie du dich mit deiner Göttlichkeit in Verbindung setzt, okay? Schön, dass du hier bist. Tarot und Lichtbotschaft jetzt für diese Zuschauerin, den Zuschauer. Zeig mir jetzt diesen Menschen. Die Hohe Priesterin. Oh. Unten am Deck 8 der Kelche. Okay. Hohe Priesterin. Schöne Energie. Das ist genau das. Es ist auch jetzt die Wichtigkeit deiner Intuition, okay? Deine Intuition setzt sich Tag für Tag, Moment zu Moment mit dir in Verbindung. Manchmal stärker, manchmal schwächer. Manchmal mit mehr Druck, manchmal mit weniger Druck. Auf eine Art, dass du deine Intuition wahrnimmst und dir auch richtig folgst. Jetzt mit dieser neuen Phase in deinem Leben ist es unnormal wichtig, wirklich. Ich kann es nicht genug betonen, dass es enorm wichtig ist, jetzt mit deiner eigenen Intuition eine Verbindung aufzubauen und dich von deiner Intuition im Leben leiten zu lassen, okay? Hohe Priesterin. Neues, das begonnen hat und auch jetzt speziell so. Alles, was irgendwie auch mit der Zahl 2 zu tun hat, okay? Vielleicht ist 2 auch deine Lebenszahl. Die Zahl 2 hat jetzt auf jeden Fall eine ganz, ganz große Bedeutung. 2, 2, 2, 22 und 22, 21, 21, 12 und 12. So all diese ganzen Zeichen, die du dir selbst gibst und auch jetzt diese Bestimmung, die du neu realisierst, die mit diesem Geschenk kommt zu realisieren, wo der Verbindungspunkt ist, wenn sich ein und ein anderer Punkt verbinden, okay? Neuanfänge jetzt und deine Intuition, die sich stark mit dir in Verbindung setzt, okay? Was bedeutet dieses neue Leben jetzt? Kläre die Hohepriesterin hier. Kläre die Hohepriesterin jetzt hier. Okay, wir haben hier einmal das Ass der Kelche. Okay, das ist nochmal eine Betonung auf deine Herzenskraft und wie deine Verbindung mit deiner Intuition durch dein Herz gestärkt ist und sich auch noch tiefer verstärkt. Die Liebenden. Okay, und mit den Liebenden. Mit den Liebenden ist es die Wahl, es ist die Romanze, es ist das Schöne und das Gute, was du daraus machst und das, was du daraus siehst. Es ist auch das Gleichgewicht und der Einklang im Leben, den du jetzt neu erfährst, dadurch, dass du dich emotional, mental und physisch auf ein und dieselbe Sache einlässt und erlaubst, dass dich etwas so richtig vom Herzen auf jeder Ebene, die nur möglich ist, berührt, okay? Und das ist auch eine stärkende Verbindung mit dir selbst, die hier zum Vorschein kommt, Rad des Schicksals unten. Und ich sehe auch mit den 8 der Kelchen bei dem Hauptdeck, wo die Hohe Priesterin war, dass es, oh, hier ist sie nochmal. Wo ich mich auf die 8 der Kelche beziehe und die 4 der Kelche, okay, großer Stoß, großer Anstoß jetzt auch, das ernst zu nehmen, wenn es jetzt heißt, dass du etwas hinter dir gelassen hast und auch siehst, wie wichtig es ist, jetzt anzunehmen, was sich dir zeigt, okay? All das, was jetzt aufkommt, sind das meiste davon sind wundervolle Segen, die du eben auch durch deine Intuition jetzt neu klar feststellst und wahrnehmen kannst. Und hier sind ganz viele Chancen, die von dir jetzt genommen werden wollen, okay? Hohe Priesterin. Und auch friedvoll mit etwas umzugehen. Also wie du jetzt auch für dich so die höchste Variante nimmst, okay? Die höchste Variante, das Höchstmögliche. Es ist auch Aufregung, es ist Spannung, es ist auch Spaß und Freude und es ist so eine bestimmte Ernsthaftigkeit dahinter, wenn es darum geht, sich jetzt wirklich darauf einzulassen und hier auch auf das, was jetzt kommt und diese Neubeginne ganz zu vertrauen und in diesem Sinne auch alles in dich zu geben und zu sehen, wie hier wirklich all die Zeichen für dich sprechen und wie du jetzt neu auch diese Zeichen siehst und wahrnehmen kannst, okay?
Okay. Die Liebenden. Kläre nochmal hier bitte die Liebenden-Energie. Zeig mir die Liebenden. So, weggeflogen, umgedreht. Neuer Weg. Zeig mir die Liebenden hier. Zeig mir die Liebenden. Wir haben einmal die Königin der Schwerter. Wir haben die Neun der Münzen und den König der Kelche. Okay. Okay. Waage, Skorpion, Zwilling, okay, Merkurkraft, Marsenergie, das Zwischeneinander und wie auch jetzt etwas Neues erfolgt und wo jetzt ist die Zeit, etwas aufzubauen neu, okay? Also es geht um einen Neuaufbau zusammen oder zu sehen, was sich hier Neues aufgebaut hat und wie du deine Intuition jetzt neu in Verbindung mit deinem Herzen und mit deinem Tatendrang, mit der Kraft, die du hast, Dinge jetzt umzusetzen, verbindest für die Genüsslichkeit in deiner selbst neu, okay? Neun der Münzen. Und in welchen Aspekten erlaubst du dir jetzt vielleicht auch in eine neue Kraft zu schreiten oder dich auf jemanden neuen einzulassen, okay? Neun der Münzen. Es kann ein Thema auch sein von alleine sein, mit anderen sein, miteinander sein, zusammen sein, getrennt von etwas sein, okay? Also ganz viel dein Sein in den verschiedensten Umständen und wie du jetzt dein Glück immer wieder neu erkennst durch deine Intuition darin, okay? Und was ist wirklich, was da wirklich für eine Kraft mitkommt. Denn du bist in so einer Stärke mit dem Neuen der Münzen, dem Ass der Kelche. Das ist so eine schöne Energie, die sich auch in Verbindung bringt und wo jetzt auch viel Licht auf alles kommt, das einst für Aufruhr gesorgt hat. Und wie sich das jetzt auch legt, dadurch, dass eine neue Perspektive aus deinem Herzen eben jetzt ganz so die Show einnimmt in deinem Leben, okay, den Raum einnimmt und du auch neu siehst, worauf es ist, worauf du wirklich deine Aufmerksamkeit richtest, was dir deine Intuition sagt. Du wundervoller Mensch, du wundervolle Seele, ich danke dir für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und ich sehe dich im nächsten Video.